Hallo Leute und herzlich willkommen zu Was zur Hölle ist Nananka Crash? Ihr seht ein Mädchen auf dem Fahrrad und japanische Zeichen. Was sagt uns das? Ein super cooles Flash-Spiel für euren Browser, wenn ihr mal nichts zu tun habt oder sowas. Aber was zur Hölle ist Nananka Crash? Ich klicke einfach mal auf Start. Ihr seht, ihr könnt hier How to Play, wie man spielt, Sound an oder aus, Qualität und euren besten Rekord-CD. Ich klicke mal auf Start. Das ist unser Ziel. Und wir müssen Winkel und Aufprallstärke festlegen. Wie ihr seht, und wenn ich jetzt loslasse, passiert Folgendes. Wir schießen diesen jungen Mann über die ganze Map und unser Ziel ist es einfach zu sehen, wie weit wir kommen, ja? Highscore-Jagd eben. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Frauen. Ja, hier unten wird es eingeblendet. Und jede von diesen Frauen hat eine andere Spezialfähigkeit, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt es unten nachlesen. Das gute Mädchen mit der Brille ist die Stopp-Tussi. Wenn ihr die erwischt, ist es vorbei. Da gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt es noch verschiedene Frauen, die zum Beispiel, wie ihr gesehen habt, Engel abmachen. Das heißt, eure Person bekommt einen steileren Winkel, verliert dadurch an Geschwindigkeit. Dann gibt es noch Leute, die euch weiterwerfen, wie hier diese Boost-Tussi. Und natürlich auch die Spezial. Das Spezialmädel, wo ihr einmal drücken müsst. Und dann habt ihr den Combo und ihr fliegt dann die nächsten 500 Meter, bis ihr wieder was erwischt. Das war ein Slowdown. Bedeutet, er wird langsamer, verliert an Geschwindigkeit. Und ja, das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Ihr müsst nur versuchen, dass dieser junge Mann so weit wie möglich fliegt. Gott sei Dank, Boost. Es gibt natürlich noch einen Trick. Wenn ihr euch auf dem Weg nach oben befindet, könnt ihr einmal drücken. Das sind diese blauen Pfeile hier auf der linken Seite. Dann könnt ihr ihn nochmal nach unten befördern. Oder wenn Ariel rot wird, dann könntet ihr ihn nochmal nach oben befördern. Haut im Moment aber nicht so hin. Aber ja, 97 Meter. Ich glaube, mein Rekord liegt irgendwo bei 5730 oder sowas. Aber da hat es dann ausgebissen. Das ist dann gar nicht mehr so einfach. Blockfräulein gibt es auch. Der fliegt da einfach durch, ohne dass ihr irgendwas davon habt. So, ich kann ihn natürlich nach oben boosten, wenn ich will. Angle Up ist natürlich nicht so toll, weil wir da noch um einiges langsamer werden. In das Boost-Mädchen reinzufahren ist natürlich immer das Beste. Die große Kunst ist natürlich jetzt, weitere solcher Boost-Frauen zu erwischen. Und den halt dann einfach rollen zu lassen, ja, im Endeffekt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie weh das tut, wenn man so ein Fahrrad ins Genick bekommt, ja. Ist speziell. Oder Fahrrad ins Kreuz oder sowas. Wir bewegen uns gerade mit 24,04 Metern in der Sekunde. Bei einer Höhe von fast 30 Metern. Nochmal speziell. Und da geht er dahin. Ah, die Musik dazu ist noch toll. So, wir haben fast 1 Kilometer. Der kommt gar nicht mehr der kommt gar nicht mehr runter, der Gute. So, Kilometer erreicht. Ja, das Spiel ist so super. Für zwischendurch. Highscore-Jagd, ja. Allein oder mit euren Freunden. Ich hab's schon mit Plexi gespielt über Skype. War einfach toll. Haben wir gegeneinander Highscores gejagt. Wer am weitesten fliegt im Endeffekt. So, aber es sieht so aus, als wäre meine Reise schon wieder zu Ende. Doch noch einen Boost erwischt. Und nochmal einen Boost. Ja, wunderbar. Und nochmal einen Boost. Was ist denn jetzt kaputt? Man muss nur Glück haben. Und nochmal einen Boost. Awesome. 2 Kilometer. Ja, diese
Nein, jetzt erwische ich noch 2 Kilometer genau die Stopp. Die Stoppfrau. Aber wenigstens liegt er weich. Ist auch schon was. Ja, die Partien können sehr schnell sein oder auch sehr kurz. Je nachdem, wen ihr alles erwischt. Gabon-chan! Tutsch. Stellt euch vor, ihr steht irgendwann auf der Straße und so ein Typ kommt angeflogen. Ich glaube nicht, dass das so toll ist. Aber wir werden es sehen. So. 2040,07 Meter, mein derzeitiger Rekord. Schön, dass ich keinen treffe. Fast. Fast. Natürlich dann auch immer so eine Glückssache, schon mehr oder weniger, dass man nicht über die Boost-Mädels geschleudert wird. So wie hier zum Beispiel. Block. Und Stopp. Ah, habe ich heute wieder Glück. So, wir setzen den jungen Mann mal ganz flach an. Und gleich in den Boost. Wunderbar. Ah, Slowdown. Bitte mehr Boost ins Gehen, bitte. Bisschen mehr Boost. Engel ab. Ah, das hilft mir gar nichts. Da ist unsere Reise schon wieder zu Ende. Auf seinem Sprite sieht es ein bisschen aus, als hätte er Schmerzen. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Hey, der Nanker Crash ist nicht einfach. So. Gucken wir mal, ob wir das nochmal hinbekommen. Us Spezial. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 verschiedene Spezial-Moves, was ihr auslösen könnt. Ihr müsst immer ein bestimmtes Mädchen treffen, was oben aufleuchtet unter Spezial. Eine von den 4. Und da gibt es auch wieder verschiedene Spezial-Moves, die euch dann weiter befördern. Und da geht er dahin. 65 Meter in der Höhe. Mit 41 Meter in der Sekunde. Ja, eine Stopp-Mädchen ist nicht immer gleich aus. Wenn sie auf das Spezialfeld liegt, dann ist es der beste Turm, was ihr haben könnt. Oder zweitbeste. Ich war jetzt bei 66 Meter in der Sekunde. 120 Meter in der Luft. Nicht weg. Oh, mein Rekord ist gebrochen. Das Sprite ist so toll. Und die Musik dazu auch noch. Ah, Slowdown. Und dann erwische ich die Stopp. Das war so klar. Okay, das allerletzte Mal. Das lief gar nicht so schlecht mit dem Turbos. Aber hey. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt zweimal dieselbe Taktik machen, habt ihr euch geschnitten. Das war kurz. Denn die Mädchen sind unten immer wieder neu sortiert bei jedem Spielstand. Also es ist komplett random. Ihr habt keinen Einfluss darauf, wer wo steht. Ja, jetzt haut es gar nicht mehr hin. Okay, das war schlecht. Das war schlecht. Das glaube ich wird nichts. Ich habe das ein schlechtes Gefühl. Ne, wir suchen es gleich. Erneut. Ja, Nananka Crash. Flash-Spiel für euren Browser. Kostet nichts, macht aber unglaublich viel Spaß für zwischendurch. Ich spiele es ab und an immer wieder gern. Denn ich erwische immer die Stopp. Mädchen. Aber hey. Ich kann es definitiv empfehlen. Spezial. Allein schon wegen dem Highscore zu sagen. Ich bin jetzt bei 2789 Metern. Da 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 da.
So, wir beeinflussen die mal ein bisschen. Und gleich in den nächsten Boost. Gewusst wie? Jetzt habe ich wieder ewig viel Pech. Gott sei Dank jemand, der mich geboostet hat, und sonst wäre es vorbei gewesen. Ach komm, gib mir nochmal einen Boost, Fräulein. Ja, ich gebe noch nicht auf. Oh, Spezial. Boost, Boost, Boost! Und da geht er dahin. Naja, war doch nicht so ein guter Boost, aber immerhin. Wir sind wieder im Spiel. Und da ist Stopp. Ja, liebe Leute. Menü will nicht. Nananka.